Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir sind hier immer noch auf Wildschweinjagd. Drei Stück fehlen uns, aber dafür haben wir in der letzten Folge die Sperrtasche uns gebaut oder gecraftet. Stickies nehmen wir auch schon mal mit. Sehe aber wieder nichts. Außer deinen paar Ureinwohner. Hallo. Okay, den können wir nicht mitnehmen. Sticky. Beinchen Sticky. Sein Fleisch können wir ja auch schon mitnehmen. Wir haben ja ein bisschen was verbraten, glaube ich. Hatten wir doch, oder? Essbar, essbar, frisch. Oh, da läuft einer. Hoffe, der sieht uns nicht. Die. Ein paar mehr, oder? Oder nur einer. Ein paar mehr. Gehen weiter. Ja, Kanickel, dich will ich jetzt nicht. Ich will die Wildschweine. Habt ihr noch einen? So, wo ist denn der Mond? Sieht man nicht. Liegt da einer oder steht da einer? Ich glaube, da liegt einer. Ich glaube, den hatten wir gekillt. Jo, den hatten wir gekillt. Genau. Da ist wieder einer. Und. Haben wir ihn erwischt? Jo, erstmal unseren Speer. Nice, zwei Stück brauchen wir noch. Zwei Wildschweine. Bitte habt mich nicht gesehen. Er schreit bitte woanders rum, ja? Ich hab mit euch nichts zu tun. Und ich will mit euch nichts zu tun haben. Aber haben wir jetzt die ganze Nacht Wildschweine gejagt? Da hinten ist auch noch wieder einer, glaube ich. Sieht zumindest nach einem aus. Ja, den hatten wir. Den hatten wir schon erlegt. So, wir brauchen noch ein paar Wildschweine, zwei Stück noch an der Zahl. Sobald wir die beiden haben, gehen wir so schnell wie möglich nach Hause. Und craften uns den Winteranzug.
damit wir auch in den Schneegebiet endlich können. Die Lurche gibt es hier auch überall. Beziehungsweise die Echsen. Hier liegt wieder einer. Wollen die hier alle? Warum sind die so viel hier unterwegs? Vor allem, ich laufe hier auch schon auf entspannt. Und es spawnen keine Wildschweine oder kaum welche. Das ganze Schneegebiet da hinten müssen wir alles noch erkunden. Haben wir bisher noch nichts da entdeckt. Hier liegt wieder einer. Bleib weg von mir. Oh, wo sind die Wildschweine, ey? Habt ihr das gehört? Da hinten wieder die Ureinwohner. Ich habe irgendwas Großes auf jeden Fall gehört. Ich glaube, den muss ich hier auch so zerschneiden, das Fleisch rausnehmen. Damit die wieder spawnen. Kann das sein? Warum spawnen die nicht? Und den Boden beobachte ich auch, weil man weiß ja nie, wo nochmal Pistolenteile sind. Kann die essen? Die kann man essen. Schön knusprige Beeren übrigens. Aber wo sind die Wildschweine? Warum spawnen die nicht? Oder habe ich die schon ausgelöscht? Gibt es keine mehr. War es das dann jetzt mit der Wildschweinpopulation hier? Oder spawnen die auch nur zu einer gewissen Uhrzeit? Den nehmen wir auch schon mal. So. Beziehungsweise. Die schmeiße ich schon mal so weg. Und nehme stattdessen. Speer da. Kann doch nicht sein, dass ich die gar nicht mehr sehe oder finde. Kann man auch essen.
Was gehört? Ich habe was gehört, was sie nach Schwein angehört hat. Ich hoffe, ich sehe hier jetzt gleich ein. Kann doch nicht sein, dass die jetzt gar nicht mehr kommen. Vor allem, gerade habe ich doch einen gehört, nur nicht gesehen. Oder spawnen die wirklich nur zu? Ein Wildschwein? So, wo ist mein Speer jetzt hin? Wo ist mein Speer jetzt hin? Schweinchen, wo seid ihr denn? Also anlocken kann ich die jetzt auch nicht so. Kommen die nicht? Aber sind wir schon im Wildschweingebiet? Und uns fehlen noch zwei Wildschweine. Zwei. Zwei brauchen wir noch. Ich hoffe nur, ich habe die jetzt nicht hier komplett ausgelöscht. Die Population von Wildschweinen. Das wäre jetzt auch doof. Wenn jetzt gar keine mehr kommen. Ja, das ist nur eine Schildkröte. Das ist auch ein geiler See hier. Ah, da ist eine Siedlung. Gucken wir mal, was wir da finden. Vielleicht finden wir sogar rote Farbe dort. Dann können wir nochmal ausprobieren, wie das mit der roten Farbe vielleicht funktioniert. Vielleicht hauen die Ureinwohner dann auch direkt von uns ab. Wenn die uns sehen. Oder lieber doch nicht. Wenn dann Galoppelheinz unterwegs ist. Komm.
Moment, müsste. Okay. Okay. Was willst du denn? Noch ein Speer. Ah, und rote Farbe, nice. Neue Pflanze entdeckt. Oh, scheiß Kroko. Jetzt komm her. Noch eine neue Pflanze entdeckt. Die Pflanzen entdecken wir hier. So. Keine Ahnung auf jeden Fall, aber wir wollen noch das scheiß Wildschweinleder haben. Oder wie es hier in dem Spiel fälschlicherweise genannt wird, Windschwein. Windschweinleder. Und jetzt, wo wir rote Farbe haben, hoffe ich, laufen die Ureinwohner eher an uns vorbei. Da ist wieder so ein Chef. Will doch nur ein Wildschweinleder. Beziehungsweise zwei. Kann doch nicht sein, dass die gar nicht mehr kommen. Oder muss ich einfach länger stehen bleiben und warten, bis die kommen? Bis die spawnen. Ich habe keine Ahnung, ey. Gibt es immer eine bestimmte Uhrzeit, wo die kommen, oder? Oder wie jetzt? Wo sind die? Wann kommen die denn? Ich bin jetzt gerade echt mega konzentriert, so ein scheiß Wildschwein zu finden. Wir bauen uns aber jetzt erstmal ein kleines Feuerchen, weil wir werden auch langsam wieder Hunger.
Hungrig? Wir werden Hunger. Dann hoffen wir mal, wir finden ein paar. Genau. Langsam habe ich keine Ahnung, wo wir suchen müssen. Und den zweiten auch. Ja, wir sind immer noch eigentlich im Gebiet vom Wildschwein. Das heißt, hier muss der eigentlich auftauchen, hier muss der spawnen. Die Sonne geht ja auch schon langsam unter. Das heißt, wir können eben die paar Minuten noch warten. Dann mache ich halt diese Folge ein bisschen länger. Bis die Wildschweine da sind. Und dann hoffe ich, dass sie vielleicht eher doch so abends, nachts aktiv sind, spawnen. Denn Waschbären sind hier ja auch eher nachtaktiv. Die sieht man nur nachts. Kann ja sein, dass das dann vielleicht mit Wildschweinen genauso ist. Nur, dass man von Wildschwein richtig viel eigentlich braucht. Also insgesamt glaube ich, es ist 6-mal Wildschwein. Wenn wir hier mal schauen, Windschwein, genau, braucht man 4, 1 und dann nochmal 2, also 7-mal braucht man den Wildschwein. Und ich hoffe nur, ich habe den jetzt nicht komplett ausgelöscht. Dass er vielleicht jetzt abends, nachts so wieder aktiv ist, unterwegs ist. Ne, warte. Und noch ein Baby war da. Da war noch ein Baby. Nein. Ah, nein. Lauf. Drück genau die falsche Taste. Boah. Kam der einfach aus dem Nichts angerannt. Nein, Baby! Ah, fuck! Noch ein Thrombosen, Jonas! Nein! Nein, 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 nein! Muschiklaus ist down! Oh, jetzt regnet es auch noch.
Oh, fuck, hat er mich umgerannt. Jetzt hat er mich erwischt. Ist er tot? Nein. Ah, okay, jetzt ist er tot. So. Dann holen wir uns ein Stück Rüstung raus. Ach ne, nicht da. Oh nein. Oh. Wo ist jetzt Muschiklaus? Muschiklaus lag hier doch auch irgendwo noch. Gerade um die Babys. Aber ist mir jetzt auch egal. Wo ist Muschiklaus? Oh, aber wie die angerannt kam. Hallo, ich will nichts von euch. Bitte geht einfach, ja? Oh, hier haben wir Muschiklaus. So, dann anziehen, anziehen. Komm, die können wir auch noch anziehen. So, dann den hier mit dem kombinieren. Ja. So, dann brauchen wir jetzt noch eben hier irgendwo noch ein Baby. Ja, da. Komm. Ich brauche deine Knochen. So. Schnell zum Feuer. Noch einer. Oh oh. Ja, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, deine Knochen will ich auch haben. Oh, der hat einen Tennisschläger. Ja, du musst auch dran glauben. Aua. Aua. Ja. Anziehen, anziehen. Schmeißen wir den auch noch drauf. Ah, noch mehr Knochen, nice. Da liegt nicht richtig. So. Knochen wieder genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann können wir das noch eben trinken und legen wir das Stück Fleisch noch drauf.
war das denn jetzt gerade? Echt. Das war jetzt ein bisschen. Ich hab kurz gedacht, da wäre jetzt ein Wildschwein da hinten. Aber kurz gehofft. Ah, Essen ist fertig, nice. Dann haben wir jetzt wieder 14. Dann machen wir so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal ein paar Ersatzteile. Und dann würde ich sagen, machen wir vielleicht doch in der nächsten Folge die Jagd auf Wildschweine. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.